So, Hallihallöchen, Hans und Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Wir gehen auf zum allerersten Planeten, den wir so bereisen können, also eigentlich ist es Stern Nummer 2. Oh. Und Raumschiffkopf Mario setzt sich in Bewegung. Ist die Welt irgendwie schräg? Die ist horizontal. Okay, strange. So, hier haben wir die World Map. Das ist die Galaxienkarte. Zeig einfach aufs gewünschte Ziel und dann kannst du ansteuern. Okay, dieses Raumschiff, genau. Ja, wir kommen nur bis hier hin. Haben wir bestimmt den Kurs. Also wir können jetzt nochmal zur Hochgarten-Galaxie, da gibt es noch einen zweiten Stern. Oder zur Sternen-Yoshi-Galaxie. Und ihr werdet merken, es gibt so kleine Veränderungen zum ersten Teil. Der dornige Schlüsselhüter. So, Veränderungen. Und zwar in der vorigen, also in Mario Galaxy 1 gab es ja pro große Galaxie 6 Sterne. Ein lila Münzenstern, außer bei einer, da gab es 7. Aber ein lila Münzenstern, ein Kometenstern und... Oh, verdammt. Und ansonsten 4 reguläre Sterne, eventuell ein Geheimstern von den 4. Aber es gab 6 Sterne. So, und die Galaxien, die haben jetzt weniger Sterne, dafür gibt es aber mehr Galaxien. Also, ja, kann man... Also im Endeffekt läuft es auf dieselbe Anzahl von Sternen raus. Aber finde ich doch ganz cool, dass die diese Änderung gemacht haben. So, was muss ich denn hier machen? Gehen wir mal in die Röhre. Ah, okay, wir dürfen hier Truhen aufboxen. Und da sind Sternteile, Splitter, Gedöns drin. Okay, ein Power-Up. Schön. Ich will doch nur... Achso, ich kann die Viecher natürlich auch totschlagen. Ein Power-Stern. Okay, ah, der hat den Schlüssel. Gut, ich dachte in der Truhe wär's. Aber war nicht so, ne? Okay, was? Hier bin ich, Mann! Ja. Bin da. Hallo. Vielen Dank, ich verwandle mich in einen Sternring. Bitte jump in mich. Ja, ich... Woohoo! So, hier geht's weiter. Oh Gott, da innen drin. Okay, da müssen wir erstmal einen Eingang finden. Da sind hier viele Riesenkugel-Billys, dass sie das hier gleich als zweiten Stern reinnehmen. So, ist das der Eingang? Sieht so aus. Und es wird in die 2D an sich geswitcht. Also auch cool. So immer mit 2D-Wechsel. Ne, 2D, 3D. Oh Gott, nein! Ich wollte gerade noch springen. Egal, ich wollte sowieso noch ein paar Sternteile einsammeln. Es kam mir nur gelegen. Nein! Diesmal nicht, Mann. Diesmal nicht. So, nehme ich mal mit. Wie weit hoch müssen wir denn? So weit? Ich weiß es nicht. Man bewegt ihn nicht so lahmarschig. Ich muss darüber. Okay. Hier geht's weiter. Ah! Verdammt. Der Elektroschock-Attack, Mann. Okay, so ein Hyper-Safe-Spot. Die Platten kennen wir auch noch aus dem ersten Teil. Du musst alle berühren, damit sich alle grün färben. Ding, ding. Oh, und dann spawnen noch mehr solche Rätselplatten. Vorsicht. Was hast du zu sagen? Schaut Marius voraus. Oh. Kommt einfach so beim zweiten Stern schon. Was? Das war früher extra ein Komet. Was heißt früher? Im ersten Teil halt. Das ist für mich früher. Woo. Oh ja, mach mal meine coolen Moves nach. Tja, jetzt guckst du blöd, ne? Bist nur noch Schattenessenz. Wahoo! So, oh yeah. Nächster Checkpoint. Ja, du hast Vorrang. Unsere Sternspieler können die gar nicht töten, Mann. Oh, da ist der Stern. Aber... Warte. Nein! Nein! Ich wollte das Teil gegen das Ding stoßen. Ja, und auch hier werden Leben wieder resettet. Voll der Rotz, Mann. Na gut, du hast Vorfahrt, bitte. Mann, ich wollte doch nur dieses grüne Teil da gegenschleudern. So, jetzt nochmal. Genau. Und dann gibt es Sternsplitter.
So, theoretisch können wir auch in diese Nische da unten rein. Also wir haben Möglichkeiten zur Verteidigung. Oh, ah, was? Ich war zu langsam. Bei dir ganz klar auf die Fresse boxen. Dann gibst du uns den Key. Also die Sterne brauchen eigentlich genauso lang wie, in, wie im Einser. Ah, Gott, ich wollte gerade gucken, ob da noch einer kommt oder nicht. Es kam noch einer. Oh. So, und zack. 93 Sternsplitter. Oh yeah. Ja. Ah. 4,25. So, zwei Münzen. Vollgammlich. Ein Münzen verliert man beim Tod. Oh, ich wünsche, ich könnte dir besser helfen, als nur von der Seite zuzujubeln. Aber du packst das schon. Ja, Assistent, du mal, wenn du Freunde hast, ne? Probier's mal aus. Gut, ich kann jetzt noch eine zweite View-Mode anschließen, aber... Ich habe nur zwei Arme. Das ist problematisch. So, genau, das war's auch erstmal von den Sternen. Also mehr kommen da gar nicht. Irgendwann schon, aber nicht jetzt. Gut, dann auf in die Star Yoshi Galaxy. Also ich glaube, ein Komet kommt noch. Endlich Yoshi befreit. Genau, es gibt immer zwei Sterne und einen Kometen. So war es, glaube ich. Und der Komet kommt halt nur, wenn man diese Münzen, die ihr da schon wieder leuchten seht, hat. Oh Gott. Ey, dauert ja ewig, bis wir Yoshi befreien hier. Dritter Stern. Wir hätten den noch viel früher befreien sollen, Mensch. Ach, guck mal hier, ein Yoshi-Schädel. Nee. Ist es Yoshi oder Koopa? Irgendwie sehen die beide gleich aus. Wow. Ah, und die Steine. Okay, wenn man draufjumpt, wird daraus mal ein Sternsplitter. Ja, ja. Wie man die Gegner auch besiegt, gibt andere Drops. So, da ist die Kometenmünze, Mann. Die will ich doch. Hallo! Ich bin der böse Karten. Er spawnt. Schüttel doch, Mann. Er spawnt einfach Goombas. Und auf den Kopf. Oh, das war's schon. Yay, yeah, Yoshi befreit. Endlich. So, hi. Yoshi. Du hast mich gerettet. Ich wollte meinen Freunden helfen. Oh, Kamera hat mich eingesperrt. Komm auf meinen Rücken. Yoshi. Ja, und Yoshi ist cool, weil der kann alles essen. Kann er auch Steine essen? Moment, muss mal gucken. Er kann sogar Steine essen, Leute. Oder zumindest umdrehen. Nichts entkommt Yoshi. Genau, wenn man schüttelt, dann schüttelt er so den Kopf. So, komm ich da? Ah, Moment, da ist ein Sprungpad. Ich bin doch blöd. So, okay, da ist Wand im Weg. So, ah. Also Yoshi ist ein richtig geiles Feature im zweiten Teil, Mann. Er wird auch nicht verlangsamt durch dieses Schlamm-Matsch-Gedöns. Ja. Ah nein, wir küssen irgendwas. Wie werde ich das los? Schütteln. Ah. Okay. Also es gibt spezielle Gegner hier gegen Yoshi. Alter, warte, das ist eine super Frucht. Was macht die denn? Weiß ich gar nicht mehr. Mit Schnappen drücke. Ah, Yoshi, Mann! Nicht in den Tod rennen. Okay, schlupf und die Münze holen wir uns wieder. Was macht die Frucht? Ah, muss man so rausziehen. Okay, an die habe ich mich nicht mehr erinnert. Aber ganz cool. Ich gehe mal nicht in den Teleporter, weil... Falls es Leben gibt, die dürfen wir ja sowieso nicht behalten. So, auch Checkpoints können wir so aktivieren. Woo! So, und es gibt Würfel. Oh Junge, was kriegen wir? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Geld, Mann! Oh yeah! So. Sonst noch was? Ah, Käfer. Ah, hier ist er. Das Star-Portal. Portal. Ach, die Musik ist so fancy, Mann. Die macht so richtig Laune. Ich glaube, Stacheln kann... Oh, nein. Yoshi, nein. Hab dich. Okay. Ja, genau. Stacheln kann man nicht essen.
Ich weiß auch gar nicht, ob wir da draufstehen können. Aber, also fast alles fressen wir. Fast alles. So. Ah, okay. Die Viecher auch nicht. Da muss man halt drauf jumpen. 18 Münzen, Mann. Voll durch die Wand schnabuliert. Und dann gibt's noch hier solche Greifhaken. Wo Yoshi auf andere Planeten kommt. Und da oben, da glänzt schon der Stern. So. Warte, ich habe deine Flügel gefressen. Geil. Und das Dings da kann man auch einmal rausziehen. Alter, Yoshis Zunge ist richtig lang. Das ist wahrscheinlich hier a girl's best friend. Und hoch. Ich glaube, euch kann man auch nicht fressen. Genau. Das wird nur gezogen. Deswegen, die Viecher sollte man jetzt... nicht so provozieren. Ich kann mir jetzt das One-Up schnappen, aber... nach dem Part-Spiel starte ich das Spiel eh nochmal neu. Also, nicht so lohnenswert. Nein! Ach, verdammt, Mann, wegen dir müssen wir hier eine extra Runde drehen. Yoshi, Mann, chill. Wir haben doch die Münze wieder. Alles easy. Dass er so viel Panik bekommt. Auch wenn er alles fressen kann. Wieso ist hier schon der... Hä? Achso, der fliegt wahrscheinlich gleich rüber, ne? Ja. Klar, dass der da nicht stehen bleibt, Mann. Und wir sind beide auf dem Sternscreen. Und so in Reitposition. Ach, cool. Ja. Oh, was auch geil ist an dem Spiel. Also, ich fand es im ersten Teil ja schon cool mit diesen verschiedenen Kuppeln. Aber im zweiten Teil haben wir dieses blöde Rumgerennen nicht mehr. Weil wir jetzt hier diese Map haben. Also wie bei den 2D-Mario-Teilen, Super Mario World und so. Das geht ja nicht ziemlich an, aber was ist das für ein Ding? Es ist ein Yoshi, Mann. Das ist ein Pickel auf der Nase. Weißt du, dass wir oben auf dem Schiff keine Geheimnisse voneinander haben sollten, stimmt's? Ach ja? Was machst du mit den ganzen Lumas in deinem Keller? Doch mal ehrlich, du fängst doch wohl nicht an, unsere Eier von außerirdisch in den Garten zu legen, oder? Ja, also finde ich ganz cool. Wir haben es ihm nicht gesagt. Mit dieser Map, dass es nicht immer so von... jedes Mal, wenn das Spiel neu gestartet wird, dass man zum Loft hochrennen muss und so. Guck mal, da ist ein Gourmet-Luma. Was, der will 300 Tacken? Alter, scheiß Fettsack. Ja, man musste hier bezahlen, damit man... an dem Moment, genau. Dass man zu zusätzlichen Sachen gehen kann. Gut. Aber wir wollen natürlich noch ganz schnell, ganz flink fix den zweiten Stern noch holen. So viele Stachis. Oh nein, genau, Yoshis Schwäche. Ich glaube, die kann er nämlich auch nicht essen. Mensch, was ein Zufall, dass sie genau diese Gegner hier einbauen. Nee, nicht, dass es so viele Gumbas. Nein, so viele Stachis. Yes. Okay. Also, primäres Ziel, erstmal Yoshi holen. Und da oben chillt er auch schon mal. Endlich Yoshi befreit. Was willst du, Lakito? Bist du freundlich? Nein, das ist wieder so einer, der da Stachis legt, ne? Da kann man die essen? Nö. Oh. Nein, aber die kann man böllern. Okay. Wir verwenden die einfach als Projektile. Schlurp. Und. Wo ist denn. Ah, da ist der Stern. Mann, Yoshi, du nimmst die Backen ganz schön voll, ey. Yay! Sternteile. Ich will Sternteile essen, Mann. Ganz viele davon will ich essen. So, dann. Ich glaube, wir wollen ihn befreien. Nicht. Oh, nö, voll verkackt. Komm mal her. Scheiße, wir haben keine Stachis mehr. Ah. Ja, schmeiß mal her. Scoop. Okay, perfekt. Ja, danke, dass du mir geholfen hast, Mann. Kann ich dich fressen? Nö. Verwandle dich, komm.
Wir machen den... Scheiße, Mann. Zu langsam reagiert. Wir machen den Part ein bisschen länger, weil es so viel Spaß macht. Gott, nicht runterfallen, Yoshi. Knapp. Achso, ja, ich brauche einen Stachel wieder. Da hat man aber gerade echt wenig Reaktionszeit bei dem Stern gehabt. So, was gibt's jetzt? Ein Bossfight? Sehen wir nochmal nach Bossfight aus. Okay, Mann. Oder auch, ich komme da nicht hoch. So, ja. Oh mein Gott, eine lila Giftwolke. Hallo. Wer bist du denn? Scheißegal, Mann, aber ich bin wütend. Warte, ja, wir haben dir gar nichts getan, Mann. Yoshi. Putsch. Oh, fuck, Mann. So, was willst du tun? Ha? Oh, das will er tun. Irgendwas Elektrisches. Was macht er? Sieh hin da. Laserstrahl. Okay, aber noch alles easy. Komm, schmeiß deine Starris, Mann. Die fresse ich doch im Fluge. Und du oh! Fuck, Mann, bin ich fett. Alter, hält dich die Wolke überhaupt? Wie geht denn das? Wow. Oh Gott, der schmeißt jetzt aus Entfernung. Okay, komm mal her, komm mal her. So viele Starris, Mann. Ah, oh, verkackt. Nein, Yoshi. Auch Yoshis. Ah. So, brauch auch. Hä? Ich dachte, ich hab den gefressen. Nee, ich hab die nur umgedreht. Shit. Ah, getroffen. Nein. Mit dem Kopf in der Wolke. So, ah. Oh, der Nebel lichtet sich. Und wir kriegen Stern Nummer 1, 2, 3, 4. Ach, schöne Sache. So viele Stachis. Gut. Dann würde ich sagen, das Spiel speichert und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer